Polizeikommissar Jonas Schmidt und Polizeioberkommissar Paul Richter sind bei stark sommerlichen Temperaturen auf Streife an einem Kölner Badesee. Dort treffen sie auf eine extrem cholerische junge Frau. Was machen wir jetzt? Jetzt gucken wir erstmal, wer sie überhaupt sind. Nee, das kommt mir, gehört meiner Freundin. Ach, das ist gar nicht Ihnen? Ja, nee, das ist wie Ihrer Freundin? Das ist von meiner Freundin. Warum haben Sie denn von Ihrer Freundin das Portemonnaie da drin? Ich habe meins nicht dabei und ich wollte ihr ein Eis holen. Bevor die Beamten das Rätsel um das fremde Portemonnaie lösen können, geht Jonas Schmidt dem Rettungseinsatz nur wenige Meter entfernt nach. Wir sind gerade zufällig hier eigentlich. Den Einsatz gehabt hier, oder? Ja, wir wurden über Notfunkgründung, eine Frau am Ertrinken. Hier, er hat sie gerade aus dem Wasser geholt. Okay. Ich habe gerade aus dem Wasser geholt. Ja, gut, scheinbar geht's aber wieder, oder? Sind Sie hier Rettungsschwimmer, oder genau, was? Genau, ganz genau. Ich bin der Rettungsschwimmer. Okay. Normalerweise. Ja. Und was hatten Sie? Also Sie haben die gesehen, oder was? Ich habe die gerade gesehen. Die war ohnmächtig hier, so ein bisschen am Wasser. Genau. Okay. Gehen Sie einmal kurz zurück, dass Sie mal ein, genau. Mein Name ist Daniel. Und weiter? Wie heißen Sie? Und dann sind Sie reingesprungen. Jago Danovac. Reingesprungen. Habe ich Sie ja gerade rausgeholt aus dem Meer. Aus dem See. Okay. Und Gott sei Dank, da ist ein bisschen Wasser rausgekommen. Ja. Und was ist mit Ihnen da? Was ist mit Ihnen? Sie haben das Ganze beobachtet. Ich sehe auf jeden Fall, er springt rein. Ich dachte, sie stirbt. Da schreit also Sie sind Besucher hier? Ich bin hier, ganz normal, wie immer. Ja. Wie immer, okay. Normalerweise, die Jagoda ist. Die ist ja seit 3 Wochen hier, auch als Rettungsschwimmerin. Ja. Also aus Polen. Ist auch schon aufgefallen, ne? Aus Polen, aber ganz frech. Und, Na gut, ob sie jetzt frech ist oder lieb ist, ist eigentlich egal. Aber sie sagt Rettungsschwimmer. Ja, deswegen, ich kann mir das auch selber nicht erklären. Okay. So. Sie kennen die Dame aber nicht? Ja, wir haben ein paar Mal geflirtet, aber ich habe so ein bisschen Korb bekommen und der Typ macht sich die ganze Zeit dran an sie. Er ist wie so ein Geier, hängt der da. Oh, ja, der ist Rettungsschwimmer. Das ist mein Moment Job. Moment mal, das ist mein Job. Ja, in der Badeaufsicht. Baywatch. Okay, dann trotzdem nochmal. Und Sie? Das ist meine Freundin. Ah, das ist Ihre Freundin? Ja. Und ihr wollten sie ein Eis holen? Ja. Okay, und das ist das Portemonnaie von Ihnen? Das ist das Portemonnaie, ja. Okay. Darf ich mal sehen, bitte? Natürlich. Sie hatten den Namen vorhin gesagt, ne? Genau, Jagoda heißt sie. Ich kenne die jetzt seit mittlerweile 2-3 Wochen ist sie hier. Ja. Ja, man kennt sich abends, mal uns ein bisschen kennengelernt. Mhm. Man muss ja relativ sagen, ne? Sie ist ja ein bisschen hübsch. Wir haben ein bisschen geflirtet. Ja, also okay. Man kennt sich ja ein bisschen. Ne? 100 pro. Okay. Sie doch auch. Sie haben auch versucht zu flirten, meine ich. Haben Sie gerade gesagt. Ja gut, ich habe meinen Lauf fast bekommen, dann bin ich gegangen. Was soll ich da noch hetzen? Ja, ich verstehe sowas, weißt du, wie ich meine? Ach so, dann nehmen Sie sportlich. Ganz ehrlich. Ja, das ist hier gut. Ja. Relativ viel Geld auch so. Irgendwas reingepackt oder er hat diesen Smoothie oder so hat er gebracht. Genau. Er macht auch Vital und so. Nein. Denkst du, Rettungsschwimmer, er trinkt einfach so, oder? Ich habe hier einfach ein Getränk gegeben, ne? bevor sie dann schwimmen geht. Ganz freundlich, weil wir uns einfach kennen. Und ich weiß nicht, was hat sie das? Sie ist jetzt von 0 auf 100 einfach so. Das kann ich mir selber nicht vorstellen. Ja. Dieser Typ schmeißt dich immer wieder Wäschepille ein. Ist klar. Baywatch übertreibt gerade wieder. Er geiert die ganze Zeit zu ihr rüber und will mir jetzt irgendwas. Ganz ehrlich, ich bin krank und du hast mich bestimmt gesehen, wie ich diese Beta-Blocker einnehme. Du machst mir jetzt so einen Vorwurf. Und das als Badeaufsicht. Ich beobachte dich und ich habe dich immer wieder in welche Pillen dann eingeschmissen. Baywatch, sag doch, du siehst alles. Das ist mein Job. Das ist tatsächlich so, ne? Das sind Beta-Blocker. Dafür bin ich da. Ja, mir wird auch wieder gerade schwindelig. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt welche genommen habe. Ja. Und der hat bestimmt gesehen, wie ich die dann eingenommen habe. Und jetzt macht er so ein Kasper-Ding. Ja gut, Sie können sich auf jeden Fall nicht so ab. Das merkt man auf jeden Fall. Wo lag denn die Dame? Ja. Hier. Auf welcher? Vorne. Ist egal. Teilen Sie sich da die... Sie sagte, sie hätte was getrunken. Ne? Sie haben irgendwie ein Getränk gereicht oder was haben sie gesagt? Oder die haben sie Wasser stehen? Er hat irgendwie einen Smoothie für sie gemacht. Ja, das ist ein Smoothie, das habe ich einfach freundlicherweise, weil das meine Freundin ist, habe ich ihr einfach einen Smoothie vor dem Schwimmen gegeben. Aber eine gute Strategie. Aber ein Smoothie ohne Alkohol, ohne irgendwas. Nein, ein ganz normaler mit Früchte, ganz normaler Smoothie mit Milch, ganz normaler Smoothie. Schöne Früchte, guck mal rein. Was ist da noch drin gehabt? Was ist da? Kannst du das sehen? Früchte sehe ich da aber nicht. Ne? Pulverrückstände. Hm? Pulverrückstände. Pulver? Zwar hat der Kollege das Getränk zubereitet, dennoch ist Paul Richter wegen der sichergestellten Tabletten bei dem zweiten jungen Mann unsicher und fragt nach. Der junge Mann gab mir an, dass er Beta-Blocker nimmt. Einer von denen, schau mal da drauf, ob das was das Richtige ist. Aha. Ist doch richtig, wenn ich als gesunder Mensch Beta-Blocker zu mir nehme, dass das meinen Kreislauf durchaus gefährden kann. Das kann tödlich sein, ja. Ja, die haben angeblich aus so einem Becher getrunken. Hier sind so weiße Pulveranhaftungen. Ich kann nicht sagen, was es ist.
Aber vielleicht kann sie mir ja sagen, dass er einmal gegenguckt. Haben Sie was aus dem Becher getrunken? Entschuldigung, ich kann nicht sehen. Kommen Sie, ich komme mal zu Ihnen. Nehmen wir mal hier. Haben Sie das getrunken? Ja, Ralf hat mir ganz normale Drink, aber ohne Alkohol natürlich gemacht. Ja. Und ich habe das getrunken. Hatten Sie das Gefühl, dass Ihnen nach dem Trinken schwach wurde, also dass Sie haben sich schlecht gefühlt? Gleich nach dem war alles super gut. Ja. Ich habe mich super gut gefühlt. Ja. Und wenn ich habe geschwommen, ich habe gefühlt, dass etwas passiert. Und ich habe sehr schnell zurück, aber... Hat nicht gereicht. Nein. Und den Becher, den hat der Kollege gebracht, der auch Rettungsschwimmer ist, ne? Der hier Rettungsschwimmer. Sie kennen den. Ja. Ich bin auch. Ich arbeite als Rettungsschwimmer, aber in Polen. Mhm. Und ich verbringe meinen Urlaub hier. Mhm. Ja, und aber es ist meine Kollege. Alles gut. Darum geht's mir gar nicht so. Pass mal auf, ich würde euch gerne den Becher einmal hier lassen. Zwecks Rückstände, beziehungsweise ich würde eigentlich auch das direkt hier lassen. Ja. Dass ihr einfach, wenn ihr gegenchecken könnt im Krankenhaus. Alles klar. Ich würde folgendes machen, ich gehe jetzt mal zurück, frage, ob ich noch ein bisschen was rauskriege. Ich wünsche Ihnen erstmal gute Besserung. Soll Ihre Freundin mitfahren? Meine Freundin? Ja, wir haben hier die junge Dame in dem schwarzen Bikini, dunkle Haare. Die sagte, sie wäre mit Ihnen hier und die wollte Ihnen irgendwie ein Eis holen gehen. Die hatte ihr Portemonnaie. Was? Ist das nicht Ihre Freundin? Nein, ich kann diese Frau nicht. Aha. Nein, ich habe diese Frau erst mal gesehen. Jetzt ist eine Erklärung von der angeblich besten Freundin fällig. Polizeioberkommissar Paul Richter konfrontiert die junge Dame mit den gegenläufigen Aussagen. Die Frau Jagoda sagt, die kennt sie gar nicht. Doch, wir kennen uns. Ja, sagt die aber nicht. Nur komisch, wenn einer das sagt und der andere nicht. Ja. So, ich würde gerne mal von allen Beteiligten die Ausweise haben, bitte. Haben Sie auch was dabei? Ja, super. Sicherlich. Immer. Okay. Herr Behrendt, Sie haben auch ein Kärtchen dabei, das ist schon mal schön. Dann nochmal zu Ihnen, wenn Sie jetzt wirklich keinen dabei haben. Also in die Tasche darf ich gucken. Am besten sagen Sie es gleich. Haben Sie da einen drin? Nein, ich habe da keinen drin. Okay, dann geben Sie dem Kollegen einmal die Tasche. Der Kollege durchsucht einmal die Tasche nach Ausweispapieren. Wie gesagt, der Kollege hat es, glaube ich, gerade erklärt. Ich habe es gehört, wenn Sie, wenn wir hier nichts finden sollten, in Anführungszeichen, dann müssen Sie zur Identitätsfeststellung mit auf die Dienststelle kommen. Wir würden dann Fingerabdruckvergleich machen. Ist auch ein Portemonnaie drin. Wem ist das? Das ist meins. Das ist Ihnen. So. Ja, und da ist jetzt drin gewesen. Bitte? Ja. Und da ist jetzt kein Ausweis drin? Ja, doch. Dann ist da einer drin. Ach so. Überraschung. Okay. Die Frau Behrendt. Ja. Behrendt. Mhm. War zweimal Behrendt, ne? Sind Sie verwandt miteinander? Sie beiden. Verwandt oder verschwägert? Das ist wichtig für Sie, damit Sie als Zeugen sich nicht gegenseitig und selber belasten müssen. Sie haben Rechte. Mehr Rechte als ein anderer. Blöde Psychotante, hast wieder damit zu tun, ne? Ich habe nichts gemacht. Sie kennen sich? Wir kennen uns, ja, das ist meine Schwester. Ah, okay. Sie hat wieder Scheiße gebaut. Wir wollten eine kleine Nummer drehen und sie ist wieder diese Psychonummer durchgegangen. Was wollen Sie? Hören Sie mal. Hier. Mal Luft holen und normal reden. Was passiert? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie irgendwelche Sachen gehabt. Sie hat schon die ganze Zeit, immer wenn sie einen Vibe sieht, sie hat so irgendwelche Komplexe aus der Kindheit, die nimmt sie dann mit und dann dreht sie durch und dann haut sie so eine Psychonummer raus. Und ich glaube hundertprozentig, dass sie was damit zu tun hat. Aber, okay. Warte mal ganz kurz. Um was geht's denn hier? Mit der Nummer, mit dem dass Becher? Dass ihr was passiert ist oder sonst was, das könnte alles mit ihr zusammenhängen. Ich weiß, und wie sie drauf ist. 100%. Du hast mich gar nicht unterstützt. Wer bist du denn? Du warst schon früher immer so eine. Hallo, nacheinander. Du warst schon früher so. Du wolltest mir dabei helfen. Ganz ehrlich, wir wollten unser Ding drehen. Diesmal war es dieser See. Wir wollten einfach unser Cash machen, ein bisschen nebenbei was verdienen. Aber du musst übertrieben diesen Thriller-Film fahren. Was ist los bei dir? Weil du nur Frauen im Kopf hast. Ja, sobald und? Du eine siehst, bist du weg. Du lässt mich die ganze Zeit alleine. Ich bin ein Mann. Was soll ich machen? Soll ja, ich hinter Ihnen herlaufen? Stopp mal. Ich bin jetzt nicht schwerhörig. Ich stehe genau dazwischen. Das ist ja, aber ich unangenehm. Krieg mich auf. Was für eine Nummer? Sie sagten hier gerade irgendwas von wegen Nummern und was in Badesee. Was ist hier Phase? Vielleicht drückt jetzt mal wirklich einer raus mit der Ja, Sprache. Wir haben ein bisschen Scheiße gehabt. Wir wollten Cash machen. Eigentlich wollten wir nur Portemonnaies klauen hier irgendwo bei einer Gelegenheit. Bei solchen Decken oder sonst was. Das war eigentlich das eigentliche Ziel. Mhm. Wie kommt es denn dazu, dass die Dame von Ihnen Bitterblocker an ihrem Getränk hat? Das verstehe ich nicht. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Sagen Sie mal. Und zwar kann ich mir das genau vorstellen, dass sie wieder mal ein Weib nicht ab kann und dann völlig drauf abdreht und ihr einen auswischen will, nebenbei noch.
Als wenn es nicht reicht, dass sie schon bestohlen wird. Also Sie wussten davon jetzt nichts. Das war nicht Ihr Plan. Der Plan ist nicht, dass wenn die Leute... Wenn ich davon wissen würde, würde ich Sie einfach... Sorry, dass das sagen. Lalalalalalala. Ich habe das nicht gehört. Die junge Frau muss sich wegen Raubes und Körperverletzungen vor Gericht verantworten.